Willkommen zurück, ich bin Gordon und in dieser Folge geht's um die Laugo Arms Alien Pistole. Vielleicht habt ihr davon schon mal gelesen oder gehört, bis auf ein paar beeindruckende Videos von Laugo Arms gibt es nur recht spärliche technische Internas und Konstruktionsdetails. Ich will hier mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Hier und da wird erzählt, dass die Alien Pistole gas-operated sei. Das ist falsch. Das Verschlusssystem hat zwar mit Gasdruck zu tun, aber ist es nicht betätigt durch einen Gasdruck, wie es beispielsweise bei der Desert Eagle der Fall ist. Auch wenn hierzu noch keine Videos zu finden sind, so findet man doch die Patentschriften zu dem Thema. Wenn man sich da hindurchwühlt, sieht man sofort, dass es sich bei diesem Verschluss nicht um eine neue Innovation handelt, sondern die bereits bewährte und bekannte Verschlusskonstruktion von der Heckler & Koch P7. Zu den technischen Details von diesem Gasdruckverschluss gehe ich gleich nochmal genauer ein. Die eigentliche Innovation, die hier auch im Kern präsentiert wird, ist, den Lauf so weit herunterzubekommen, dass er in Linie mit der Hand und nicht darüber angeordnet ist. Dazu kommt, dass der Lauf fest mit dem Griffstück verbunden ist und sich nicht bewegt. Das dürfte für die Präzision auch vorteilhaft sein. Bei einem so tief sitzenden Lauf wird der Hochschlag stark vermindert. Je höher der Lauf über dem Griff um Daumen und Zeigefinger sitzt, umso länger ist der Hebelarm, an welchem sich die Waffe dann quasi mit der Mündung nach oben dreht. Je kleiner dieser Hebelarm, umso kleiner ist das Drehmoment beim Rückschlag. Das macht dann die Pistole quasi perfekt für stark dynamische Disziplinen wie IPSC und Konsorten. Auch für Präzisionsdisziplinen könnte das ziemlich interessant sein. Bekannt ist diese Konfiguration von, aus meiner Sicht, einem der schönsten Revolver aller Zeiten, dem Mateba Unica Autorevolver, vom Konstrukteur und Designer Emilio Gisoni. Eine vereinfachte Version davon, auch von Emilio Gisoni designt und auch heute noch erhältlich, ist der Chiapparino. Bei diesen Revolvern sitzt der Lauf nicht wie üblich oberhalb der Trommelachse, sondern darunter. Auch hier ist das Ziel, den Hochschlag drastisch zu reduzieren. Kommen wir zurück zum Verschlusssystem. Das Verschlusssystem der P7 und damit auch der Laugo Alien ist ein kraftschlüssig-dynamischer Masseverschluss. Grundsätzlich also erstmal ein simpler Masseverschluss, aber kraftschlüssig durch Gasdruck sozusagen kurzzeitig gehalten. Das funktioniert so, dass sich parallel zum Lauf ein Zylinder befindet. Eine Bohrung direkt hinter dem Patronenlager im Lauf führt in diesen Zylinder. Wird die Patrone abgefeuert, wird der Druck hinter dem Projektil auch in den Zylinder geleitet. Ein Gaskolben, der jetzt zusätzlich in diesem Zylinder sitzt und mit dem Schlitten verbunden ist, wird durch diesen Druck in eine Richtung gedrückt, welche den Schlitten sozusagen in Position, also geschlossen, hält. Das Ganze dann, bis der Druck ausreichend abgesunken ist und der Schlitten kann dann nach hinten gleiten. Bei der Alien-Pistole von Laugo Arms ist das quasi wie zur P7, nur mit dem Unterschied, dass sich Verschlussfeder und Zylinder oberhalb des Laufs befinden und nebeneinander angeordnet sind. Was mir bei der Recherche in den Patentschriften aber aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass sich bei der P7 noch Druckentlastungsrillen im Patronenlager befinden. Bei der Laugo Alien habe ich davon nichts finden können, ob das schlussendlich dann wie bei den Prototypen der P7 nach vielen Schüssen zu Problemen beim Hülsenausziehen kommt, das muss ich noch zeigen. Bei der Laugo Alien ist der Schlitten gegabelt und vom Oberteil getrennt. Das erinnert so ein bisschen an die Kleinkaliberpistolen. Der Schlitten ist ein eigenständiges Teil und die Flächen zum manuellen Repetieren befinden sich seitlich. Auf dem Oberteil angebrachte Visierung oder Zieloptiken bewegen sich also nicht mit. Sofern ich mich nicht täusche, befinden sich laut Patentzeichnung aber der Hammerfeder und der Hammer und Zier im Oberteil. Im Bild sind das die Teile 15 bis 25. Die eigentliche Abdeckung, welche die Visierung hält, ist augenscheinlich nochmal ein extra Teil. Ich könnte mir vorstellen, dass dadurch das Oberteil nicht ganz so preiswert ausfallen wird, wie es die Präsentation vermuten lässt. Eine einfache Abdeckung ist es jedenfalls nicht. Das Griffstück sieht der Shadow 2 und auch einer Tangfoglio ziemlich ähnlich. Es wird sicher ein wenig länger ausfallen, weil durch das Herabsetzen des Laufs ja auch ein bisschen Magazinkapazität verloren geht. Insgesamt sehr innovativ und ziemlich cool. Ich denke, die Laugo Alien kommt bei vielen Schützen auf die Wunschliste. Laugo Arms schreibt, sie soll voraussichtlich 2019 auf den Markt kommen. Wir sind gespannt. So, das war's mit dieser Folge.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.